Auch wenn es in Österreich keinen grünen Pass geben sollte, auch Ihre Wählerinnen und Wähler werden wahrscheinlich im Sommer reisen wollen. Also ist die Frage, wie sich das mit der Reisefreiheit in Europa schon darstellt, weil wir werden in irgendeiner Form einen Nachweis brauchen, um reisen zu können. Darum ist meine Frage, welche Lösungsansätze hat die FPÖ dafür? Also ich kann jetzt nicht für die Partei antworten, sondern nur für mich persönlich als Wissenschaftler. Aber die logische Geschichte ist, wenn ich die Bewegungsfreiheit im Sinne des Artikel 21 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union wiederherstelle, heißt es, alle Verordnungen ersatzlos zurückzunehmen, die diese Beschränkung einengen. Und wenn die anderen Staaten das nicht tun, dann entsprechend gestützt auf Artikel 5 der Europäischen Grundrechtecharta entsprechende Verfahren vor dem EuGH über Grundrechtsverletzung wegen Beeinträchtigung, und zwar EU-rechtswidriger Beeinträchtigung der Reisefreiheit, zu Wege zu bringen. Dazu haben wir ja Erfahrungswerte beim Datenschutz zum Beispiel, dass der Konsumentenschutzverein tätig geworden ist für die österreichische Bevölkerung. Und das ist also durchaus auch der Weg, wie man die Einschränkung der Bewegungsfreiheit angehen kann.